Hallöchen Leute, hier mal ein ganz kurzes ja, Infovideo. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen rangesetzt und habe das mal ein bisschen hier auf unserer Infoseite verkleinert. Steht quasi bloß noch die Kurzinfo da. Die Projekte findet man jetzt in der Projektliste. Wenn man da draufklickt, öffnet sich so eine Google-Tabelle, wo man halt sehen kann, ganz links in gelb gehalten die aktuellen laufenden Projekte, untergliedert in Together-Projekte, Barrys-Projekte und meine Projekte. Das gleiche haben wir in Orange bei den geplanten Projekten, wo zurzeit bei Together bloß in Anführungsstrichen Black Ops 2 Multiplayer für die PS3 drin steht. Ich denke mal zu den vier aktuellen Projekten im Together-Bereich, also Minecraft, Terraria. Ist ja klar, immer im Wechsel, je nachdem, wie wir es aufnehmen. Clash einmal im Monat. Und Brutal Legend halt wird jetzt Ende Juli wird's wieder aufgenommen. Und da gibt es, glaube ich, in einer Woche mal keine Folge. Und dann muss ich sehen, wie viel wir aufnehmen. Und je nachdem, wie viel das da aufgenommen ist, werde ich das dann zurecht machen. Ja. Beendete Projekte und pausierte Projekte gibt es ja keine. Die sind dann jeweils in grün und in blau. Ja, bei Barry haben wir ja als aktuelles Projekt immer die Random Night. Immer sonntags 17:30 Uhr. Ja. Geplant ist auf jeden Fall bei ihm South Park mit dem Stab der Wahrheit. Er weiß zwar noch nicht ganz, ob sein Rechner das schafft, aber wir werden mal sehen, wie wir das machen. Ja, und pausiert ist zurzeit CSI, was ja eigentlich so ein bisschen von der Random Night mehr oder weniger war. Quasi, ich sag mal, der Übergang zwischen Staffel 1 und Staffel 2 von der Random Night war so CSI mehr oder weniger. Ja, und bei mir haben wir zurzeit, ich habe gerade einen Schreibfehler gefunden, das kann ich ja gleich mal mit korrigieren. So, Secret of Monkey Island, Need for Speed Most Wanted, Batman Arkham City, Risen und Let's Old School als aktuelle Projekte. Bei Risen bin ich mir aber selber nicht so im Klaren. Also ich finde das Spiel zwar nicht schlecht und alles, aber so richtig warm werde ich damit nicht, bin ich ehrlich. Deswegen die Frage an euch. Risen cutten und dafür, ich sehe gerade, ich muss ja mal fix das nächste Lied weitermachen. Ja, Risen quasi rauscutten und dafür was anderes reinnehmen. Jetzt zum Beispiel Darksiders oder sowas. Weil ich werde mir jetzt in Kürze auf jeden Fall mein fehlendes Kabel noch holen, dass ich mit der PS3 aufnehmen kann. Aufnahmetest machen und alles. Ja, und dann, es liegt halt an euch, ob ich da dann Risen rausnehme oder ob ich es drin lasse. Ja, geplant ist auf jeden Fall dann noch Monkey Island 2 und 3. Darksiders 1 und 2 auf jeden Fall dann auf der Konsole. Batman Arkham Origins. Was, je nachdem für was ich mir's hole, PS3 oder PS4 aufgenommen wird. Und Assassin's Creed 4, was ich auf jeden Fall auf der PS3 aufnehmen werde, weil es dafür schon vorbestellt ist. Ja, beendet habe ich Edna bricht aus, Harveys neue Augen und Arkham Asylum und WoW ist zurzeit in der Pause. Wie wir ja wissen. So, dann haben wir noch das altbekannte Let's Oldschool, also die Vorschläge für Let's Oldschool, welche Spiele ihr da gern sehen wolltet. Ja, da hat sich nun nichts weiter geändert, großartig, weil eigentlich schon. Nee, doch ne. Nee, da hat sich nichts geändert. Ah, ich bin ein bisschen durch den Wind. Ja, das ist halt das Formular. Einfach angeben, welche Spiele. Ich habe dann zu einer Antwortentabelle. Da sehe ich das dann. Da kann ich das dann abarbeiten, mal mitmachen. Wie es jetzt schon bei Pokémon Gelb passiert ist. Ja, und das gleiche habe ich jetzt noch gemacht für Let's Play-Vorschläge. Da könnt ihr bei dem ersten Antwortfeld eintragen, welches welches Spiel ihr sehen wolltet,
Aber bitte keins eintragen, was schon mal Let's Played wurde. Und dann noch, ob es alleine oder im Together bzw. Koop Let's Played werden soll. Und wer dann der Together bzw. Koop Partner sein soll oder die Partner. Ich weiß ja nicht, wie viel. Ja. Das wäre das. Dann die anderen Links, die sind noch wie gehabt. Mit LP, Abudev, Barry, Apu auf Twitter. Ich dann noch auf Twitch, wo ich ab und an mal streame, aber das ist zurzeit noch nicht allzu häufig. Vielleicht mit der Konsole dann häufiger. Ich habe auch vor, noch einen, ich sag mal, ja, noch einen Zweitkanal zu machen, wo dann ja, so Unpackings und Vlogmas und so ein Mist reinkommt. Habe ich mir so überlegt, das wird dann hier noch ein Twitter-Kanal, vielleicht. Ja. Schon mal zur Ankündigung, heute kommt für euch zwei Batman-Folgen, heute kommt wieder ein Biografien-Special. Plus schon mal so, dass ihr Bescheid wisst. Ja. Und ja, was ich auch noch habe, ich habe euch ja hier, jetzt gehe ich nochmal auf die schöne Projektliste, wegen Risen gesagt hier, ob rausnehmen oder ne. Und ob ich da anstatt von Risen dann, sobald ich das Kabel habe, dann gleich mit Darksiders loslegen soll. Ist zwar auch ein Action-Adventure, genauso wie die Batman-Reihe, aber ich könnte das dann, ich sag mal, simultan laufen lassen. Ja, richte ich mich nach euch, je nachdem, wie ihr das dann seht. Ist mir relativ gleich, bin ich ehrlich. Müsst ihr mir halt sagen. Ja, und auf jeden Fall müsst ihr den hier abonnieren. Bin ich großer Befürworter von. Aber das bloß mal ganz kurz am Rande. So. Das kann ich euch noch. Auf jeden Fall hier noch einen Like da lassen. Bei LP Abudev. Auf Facebook. Ja. Das war es eigentlich schon von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein bisschen was dazu da lasst, ein paar Kommentare, wie ihr das findet. Und halt auch die Vorschlagmöglichkeiten mit nutzt. Alles klar, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Guckt euch schön die Let's Plays an und macht's gut. Tschüss.